Oh mein Gott, darauf habe ich so lange gewartet, Leute. Das gucken wir jetzt. 7 Girls Blind Date mit Philo und Papa Platte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja! Ich liebe Philo. Ich liebe Papa Platte. Das wird das Allerbeste sein. Wir gehen rein. Ich habe so Bock mitgemacht. Okay, wir gehen rein. Was soll der Scheiß denn? Kennt ihr euch? Ja, höchstwahrscheinlich ja. Oh mein Gott. Woher? Ja! Ja! Das sind Papa Platte und Philo und gemeinsam suchen sie heute das perfekte Date für Philo. Hinter diesem weißen Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde fliegt einer raus und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Ich bin die meistgaste Person im Internet. Die Leute kennen mich und ich bin trotzdem noch da. Und wer bist du? Ich bin heute Wingman für Felix. Ja, wir suchen dir eine süße Maus aus, wa? Na klar. Eine kleine, die zu dir passt. Ja. Bin ich deine kleine süße Maus? Na klar. Worauf achtest du heute bei Girls für ihn? Schöne Füße. Oh ja. Keine Pferdemädchen, sehr wichtig. Bitte. Sehr ey, lass wichtig, die Pferde sehr aufhören, wichtig. Ja, auf jeden Fall. Einfach eine Maus. Einfach so, ja. Wo man sagt, eine Maus. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert unter meinem letzten Instagram-Post. Denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück und jetzt geht's los. 3, 2, 1. Was okay, ist euer erster Eindruck? Okay. Okay, also, was finde ich cool, was finde ich trash. Also, die ganz rechts sind einfach zu dreckig. Das ist einfach so. I don't know. Ich finde die pinken cool. Ja, die hier finde ich auch cool. Die kommt zu... Also, kommt drauf an, wie das andere Outfit ist so. Die Boots müssen zu der Person passen. Ansonsten, ne, und hier sieht man nicht so viel. Ich denke aber auch mal ganz, ganz cool. Die hier, ne. Okay. Diesmal gibt es keine Bergsteigerschuhe. Also erstmal krass hier zu sein, finde ich. Ich muss erstmal kurz ankommen. Ich will diesen Moment einfach auch mit dir irgendwie teilen. Cute. Wow, das war heiß. Ich vermisse Felix. Wow, das ist legst du so Wert auf so saubere Schuhe? Ist das so ein Ding bei dir? Nee, ist eigentlich egal. Also, die sollten bloß nicht so versifft sein. Check ja, so ja auf jeden Fall. Haben wir hier gerade versiffte Schuhe dabei? Muss ich mal testen. Was passiert? Mein Gott, Spurensuche, Alter. Ey, die sind actually erstaunlich clean, to be honest. Ja, ne? Hey, die sind alle ey, mega clean. Ey, sogar die hier sind clean. Nee, ist actually solid. Hä, was? Die ganz rechts sind clean? Bruder, die sehen doch voll verranzt aus, oder ja, nicht? Ja, die sind verknickt. Die braunen finde ich cool, die ersten. Es sind halt tatsächlich wieder super viele Swooshes drauf, ne? Ja, es gibt viel nur zwei Schuhe, die nicht von Nike sind. Ja. Nike. Wie stehst du zu Doc Martens? Wenn es die vegan sind, ist cool. Ansonsten ist es nicht so cool. Ich glaube, Philo, so woke, Digga. Der fuckt so ab, der fuckt so ab, der vegane so. Ich würde sagen, die ersten. Findest du am besten? Finde ich am besten. Und welche würdest du so rein von Schuhen rauskicken? Die zweiten. Zweiten? Echt? Oh, das boah, finde ich eigentlich nicht so. Also, ich finde, die pinken sehen fresh aus. Ja, pink ist für mich einfach so eine Frauenfarbe, ist nicht so maskulin einfach. Hättest du gerne Männer dahinter? Ja. Ey, aber no joke, die zweiten sind, glaube ich, nur so Arsch in meinen Augen. Weil die halt so knittert sind, weißt du? Ich finde, also noch schlimmer finde ich eigentlich die dritten. Oh. Ich finde die dritten ehrlich gesagt auch so krass. Ey, können die mal Nahaufnahmen von den Schuhen machen? Oh. Also so, damit man sehen kann, in welchem Zustand die Schuhe sind? Das ist ein Hot. Weil ich finde, die rechten sehen doch dreckig aus, aber die meinten jetzt gerade, dass die clean sind. Pick, ja. 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 Aber jetzt müssen wir noch keinen rausschmeißen, oder? Doch, ihr müsst einen rausschmeißen. Direkt! Nein, ihr dürft eine Frage stellen. Ja, okay. Also eine Frage und danach müsst ihr die erste Person rausschmeißen. Ich find's geil, dass du sagst, wir müssen zusammen eine Frage stellen, als müsste ich die Person dann ja auch daten. Ja. Also ich bin ja nur Wingman für den Bruder hier. Soll ich mal probieren, so netter und so mal. Mach mal eine nette Frage. Soll ich mal ehrlich lass mal mit einer netten Frage. Du suchst ja wirklich eine Liebe. Wie groß ist eure Stirn? Stark. Kandidatin 1, wie groß ist deine Stirn? Ich würde sagen, meine Stirn ist circa 5 cm groß. Mhm. Bro, wie viel ist das? So ungefähr, ne? Meine ist größer, Bro. Meine ist größer? Ja, ja. Ja, wo fängt die Stirn an, wo hört die Stirn auf? Das ist die Frage. Okay, Kandidatin 2. Also ich würde sagen, die Stirn ist ungefähr so groß wie die Schuhe, die Knicke in meinen Schuhen. Okay, stark. Aber hast du auch so Falten in der Stirn oder ist das so eine stramme Stirn? Ist stramm, aber halt so groß wie die Knicke. Also es gibt halt auch so, ne, wenn die übergroß ist, dann sagt einfach Alarm Jason. Die Stimme hört sich sehr rauchig an. Weiß ich nicht. Das aber wir machen weiter. Stehst du auch so Falten, so eine tiefe, faltige Stirn? Ey, also an sich hat sich an meiner Persona ja nicht viel geändert. Ich mag wirklich richtig alte Frauen, ja. So 70 plus. Ich hätte absagen sollen. Du musst mich ja coachen, Bro. Also wenn ich was falsch mache. Nee, ist alles top bis jetzt. Nummer 3. Also ich habe mir wirklich noch nie Gedanken über meine Stirngröße gemacht, aber ich würde sagen durchschnittlich groß. Durchschnittlich groß.
Ja, also ich würde sagen Fluglandeplatz. Fluglandeplatz, check ich. Aber ich finde, eigentlich ist es cool, wenn man sich noch nie Gedanken gemacht hat über seine Stirn. Ja. Weil das heißt ja, dass man zufrieden ist mit sich selber einfach, oder? Klar, man ist mit sich im Reinen. Okay, dann Nummer 4. Ich habe gerade schon geredet. Nummer 4 war Fluglandeplatz. Mein Fehler. Nummer 3 war mit sich im Reinen. Ja, genau. Nummer 5? Ja, ich würde sagen, nicht zu klein, nicht zu groß, eher so durchschnittlich. Ja. Kandidatin 6? Also ich habe jetzt kein Lineal, aber ich würde schon so 5-6 Zentimeter schätzen. Was hast du nicht? Lineal. Ah ja. Ein Lineal? Ach so, ja, nee. Ich habe mir auch noch nie so Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube so, ja, auch so durchschnittlich, ja. Durchschnittlich. Ja. Was ist denn hier los? Okay, basierend auf diesen Fragen musst du jetzt aber eine auswählen. Das ist schwer. Es ist schwerer, wenn man hier steht, ne? Krass. Sagen alle. Ich habe 2. Also, wenn ich rausvoten würde, wäre wahrscheinlich... Mache ich es jetzt an der Frage fest oder an den Schuhen oder an beiden? Weil das ist das Problem. Also von den Schuhen her, wahrscheinlich die zweiten von links. Oder, nee, von rechts meinte ich. Nee, die ganz... Ich glaube, ich wäre für die ganz rechte raus, glaube ich. So von beiden her. Von der Antwort, ja gut, aber so von den Schuhen auch her, wäre, glaube ich, ganz rechts, wäre eh schon raus für mich gewesen. Einmal Nummer 4 gesagt, weil ich einfach vergessen habe, dass sie geredet hat. Oh. Weißt du? Oh. Vielleicht war die Stimmfrequenz in meinem Kopf so gleich, das ist, checkst du? Ja, ich check das. Oh. Ich check das. Ja, das ist sad. Aber ich mag, um ehrlich zu sein, die Schuhe. Die Docs? Ja, die stechen halt raus. Sind das die vegan? Nein. Ja, okay, dann ist für Philo jetzt raus. Raus. Okay, Jaffin 4, du kannst jetzt hervorkommen. Warum muss ich hier die Hand nehmen? Ja, ich schon. Ja, mach mal. Hand raus. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Sind da Risse in der Strumpfhose? Ja. Hallo. Ja, ist an sich ein cooler Style. Dankeschön. Der Style ist echt ganz cool. Ich würde nur die Risse vielleicht jetzt nicht so machen. Schön. Ja. Wie findest du meine Stirn? Das ist eine gute Stirn. Ist eine gute Stirn? Ja, ja. Dankeschön. Kann ich ja nicht sehen. Du hast sie, glaube ich, ein bisschen falsch beschrieben. Ich habe Fluglandeplatz gesagt. Ja, ist ein bisschen übertrieben. Was hältst du von meiner Stirn? Was ist mit meiner Stirn? Ja, du hast die Haare zum Verstecken. Ein bisschen Geheimratsecken. Ja, ne? Ja, bisschen. Ja, ja. Gut. Voll cool, dass du da warst. Kann sich da aufs Sofa setzen. Gut, da ist der Ausgang. Ja, schöne Augen. Die Jacke ist geil. Ja, die Jacke ist cool. Und ich weiß nicht, bei Frauen sieht das immer cool aus, wenn die so eine College-Jacke oder so haben und dann ein Kleid anhaben oder so eine kurze Hose hast, dass du da drüber ist, checkst du? Finde ich irgendwie cool. Und Jacke, die sticht halt raus. Aber bei der Strumpfhose checke ich den Vibe gerade nicht. Also so in der Strumpfhose so Löcher sieht ja eher mehr so emo aus. Aber der Rest passt irgendwie nicht dazu. Und deswegen sieht das irgendwie so unstimmig im Outfit aus. Meiner Meinung nach. Ich bin hier kein Experte, Kollege. Der hat es gegeben. Yeah. Wie gemein. Okay, nächste Runde. Okay, seid ihr ready? Okay, so, also die dritte von links, ich mag den Minirock, finde ich cool, die zweite von links, da sieht man, dass die noch ein pinkes Top anhat, das heißt, das passt zu den Schuhen, finde ich super cool, und pink finde ich generell eine nice Farbe. Warum haben die alle so kurze Sachen an, Alter? Es ist minus 10 Grad draußen gefühlt. Die in der Mitte eher so casual gehalten, würde ich sagen. Bauchfrei. Aber passt so das Blaue mit der Jeans. Finde ich ganz cool. Achso, bei ihr hier finde ich cool, dass das so black-white alles gehalten wurde. Also das Match mit den Schuhen. Ganz rechts match auch nicht so viel. Ich sehe, sie ist viel auf Festivals unterwegs. 3, 2, 1. Wir hören uns an, was die anderen sagen. Mann, Philo, Alter. Was eure Okay. Oh mein Gott, was soll der Scheiß denn? Warte, um was geht's überhaupt, Bro? Welches Outfit? Das ist jetzt wieder die zweite von links, ist dann frech. Scheiße. Nummer 1 finden wir scheiße. Wirklich? Oh, ein Schmetterlingstattoo auf dem Oberschenkel. Nicht zwei Personen die gleichen Tattoos. Kennt ihr euch? Wait, du kennst die Person in Outfit 1? Höchstwahrscheinlich ja. Oh mein Gott. Was? Er kennt die Person? Wir hatten gestern ein Date. Bro, was? Stimmt das, Person 1? Ja, das stimmt. Ach. Warte, ist das wieder Dingsbums? Oh, Scheiße. Alter. Ist das schon wieder die mit den roten Haaren? Was? Ja. Ich dachte gerade, du meinst das Outfit, weil ich finde das Outfit bei Outfit 1 finde ich fresh. Ja. Was? Du auch, oder? Ja, todesfresh. Ist das wieder diese Sophie oder wie die heißt? Wie lief das Date? Schlecht, sehr schlecht, sehr schlecht. Die hat einfach im Auto angefangen zu queefen.
und es hat sehr eklig gestunken auf einmal. Ah, ja, okay, ja, es ist... Kannst du mal eine Frage stellen? Lass Kevin mal eine stellen. Soll ich eine machen? Ja, stell du mal eine. Okay. Richtige, ja. Also ich finde, so eine grundsätzliche Frage, die man mal stellen muss, ist, was würdet ihr sagen, ist eure größte Red Flag? Kandidatin 1, was ist... Smart. Smarte Frage von Papa Platte. Deine größte Red Flag. Also ich habe das Felix tatsächlich gestern schon erzählt bei unserem Date. Ich fand es nämlich persönlich sehr schön. Oh. Ich würde das jetzt einfach mal ändern und sagen, dass ich in den Tesla gepupt habe. Das wäre dann wohl meine Red Flag. Ach, das ist wirklich gemacht. Die ist ja fast eingeschissen. Ja, ist kein Scheiß. Ja, gut. Okay, Kandidatin Nummer 2, wie ist bei dir? Meine Red Flag ist, wenn ich neue Leute kennenlerne, bin ich am Anfang relativ schüchtern, aber wenn wir uns besser kennen, dann laber ich dich voll. Okay. Warum klingt sie so gelangweilt? Sie hat gar keinen Bock eigentlich auf das Ganze. Sehr knallrot fast schon. Kandidatin 3, was ist deine größte Red Flag? Meine größte Red Flag ist, dass ich so gesprächig bin, dass ich oft sehr, sehr viel rede. Boah, ich glaube, die 3 kenne ich auch tatsächlich aus einem Format, glaube ich, von Revi oder so. Ja. Okay, geht, aber finde ich jetzt nicht eine Red Flag. Man will ja auch. Oh nee, ich glaube, die war schon mal bei dem Format dabei. Also man will ja sich mit einer Person unterhalten, ist doch cool. Lässt sich gerne entertainen? Ja, schon. Ja. Ja. Auf jeden Fall, klar. Mal Hände hoch zurücklehnen, wa? Ja. Wozu hat man denn irgendwie einen Partner oder Partnerin? Damit man sehr entertained wird, oder nicht? Ja, genau, das ist der einzige Grund, eine Partnerin zu haben. Ja, nee, ist wie ein Fernsehsender quasi. Ja, oder? Aber halt, den man so zu Hause hat. Man kann ihn halt leider nicht stumm schalten. Ja, das ist klar. Außer mit Panzertape. Aber ansonsten. 4, oder? Ja. Ja, also meine größte Red Flag ist, dass ich eigentlich krasse Vertrauensprobleme habe, auch bei neuen Menschen, aber trotzdem jedes Mal irgendwie versuche zu vertrauen und dann werde ich enttäuscht und frage mich dann, ja, wieso? Okay. Das hätte ich nicht geantwortet. Auch wenn es der Fall ist, hätte ich das nicht geantwortet. Okay. Wieso? Das klingt so, als wärst du eigentlich gar nicht gerne hier gerade. Ja, genau. Genau deswegen. Ja. So, boah, ich finde, das klingt so ein bisschen so, andere Leute enttäuschen mich immer. Check ich, aber es kann ja auch wirklich sein, dass die anderen Leute vielleicht das Problem sind. Das Problem war, okay. Kandidatin Nummer 5? Ich würde sagen, meine größte Red Flag ist, dass ich ziemlich unordentlich bin und immer so ein paar Geschirrstapel noch in meinem Zimmer rumstehen habe. Okay, ist es an so einem Level, wo dann auch mal so ein bisschen so Schimmel irgendwo ist und so? Sei ehrlich. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es wäre noch nie passiert. Es war bis vor kurzem bei mir ähnlich, aber mittlerweile... Du bist so busy. Boah, ich war noch nie so ein Mensch, der lange Geschirr bei sich stehen hatte. Also ich hatte mal viel Geschirr bei mir stehen, weil ich einfach ein Fettsack bin und sehr viel esse. Aber no joke, so, wenn ich so Geschirr habe, ja gut, das kommt halt auch durch Stream und YouTube, ne? Dann räumst du das halt automatisch weg. Aber ansonsten würde ich auch sagen, also ich bin jetzt nicht so krass unordentlich, weil ich räume eigentlich jeden Tag alles immer wieder auf. Simon, ja, mein Großer. Weißt du, mal da ein Kroll da. Ja, ich hasse das. Nee, aber mittlerweile habe ich es ganz gut auf die Kette gekriegt. Deswegen kann ich mich mit sowas eigentlich nicht mehr abgeben. Hey, du kannst dir ja auch helfen. Du kannst dir ja auch ich? Unterstützen. Ja. Im Haushalt. Hey, jetzt geht's los. Okay, Kandidat Nummer 6. Warum war Papa Platte da, Digga? Yes. Nimm dich mal. Bei mir ist es, dass ich zu schnell zu viel von mir erzähle. Ja, das ist eine okay Red Flag, finde ich. Ich check das. Ja. Ich glaube, die krasseste Red Flag ist so dieses Unordentliche, obwohl ich auch jemand bin, der sehr unordentlich ist. Ja, und du neigst halt auch dazu, so ein bisschen unordentlich. Also für mich war ganz klar die 4. Die 4 ging gar nicht. Das mit den Partnern und mit den Leuten um sie rum. Nee, bitte nicht. Ja. Deswegen würde ich, glaube ich, die, was ist das, 5? Die 5, glaube ich, rausbringen. Oha, du bist voll schnell in Entscheidung. Ja, oder? Also, Bro, es ist da, du musst das machen. Mach's hier aus deinem Herz, Felix. Bro, mein Herz, sag ich mal, lasse ich in deinen Händen heute Nacht. Boah. Mann, du musst entscheiden. Wenn du sagst, es ist nicht, dann raus. Dann Kandidat Nummer 5, du kannst jetzt vorkommen. Jetzt kommt die Musik. Hallo. Hallöchen. Schön, dass du da bist. Hi, freut mich. Ja, sieht doch sympathisch aus. Ich habe böse Sachen gesagt. Hallo. Nein, ach, alles gut. Ja, wenn, Kevin ist das ja, Outfit. Felix ist das Outfit. Ja, aber auch cooles Outfit. Ja, ich auch. Dankeschön. Ja, es passt halt. Es passt halt. Stell dir vor, da wären jetzt Löcher in der Hose, also in dieser Strumpfhose. Das wäre dann wieder, weiß ich nicht. Aber so black and white, finde ich cooler Look. Okay, cool, dass du da warst. Kannst du dich aufs Sofa setzen. Ciao. Ciao. Bereust du es? Felix. Mann. Felix, Mann. Mann. Benimm dich. Okay, direkt die nächste Frage. Also hier. Die nächste Frage direkt. Ja, direkt die nächste Frage und dann direkt nochmal eine rausholen. Ich bin ein Tee-Enjoyer, vor allem zu dieser Jahreszeit. Ja, Tee ultra geil. Was ist eure Lieblingsteesorte? Boah, ich will meine Lieblingsteesorte sagen. Und ich bin nicht so ein Casual-Typ. Ich sag jetzt nicht sowas wie Kamille, Schwarztee oder so. Fick auf euch. Gebrannte Mandeltee, ultra geil, gerade zu dieser Jahreszeit. Generell alles mit Zimt, Apfel, halt so, was zu dieser Jahreszeit passt.
Ansonsten immer sowas wie, also wenn es jetzt so zum Sommer hingeht oder so, Zitrone, Waldfrüchtetee und so. Das ist so meine Wave, glaube ich. Oh, no joke. In der Jahreszeit jetzt gerade so Vanille und so. Stark. Ja, no joke. Ich bin auch ein Tee-Enjoyer. Hier kann man wirklich jetzt krass abliefern. Ja. Ja. Und krass reinschauen. Und Zusatzfrage an Nummer 1 und 3. Tragt ihr die Overknee-Strümpe jeden Tag? Oder und was? Könnte Felix mal an den riechen? Nein, das hat Kevin gefragt und nicht ich. Also ich trage die nicht jeden Tag, aber wenn es sein muss, dann würde ich meine Füße auch jeden Tag damit besocken. Besocken, ja. Kandidaten 3. Ich trage sie auch nicht jeden Tag, aber wirklich sehr, sehr oft. So haben wir es doch. Dann haben wir die Antwort. Okay, dann okay, jetzt Tee. Ja. Okay, also wenn ich mich festlegen müsste, dann wäre es ganz classic Kamillentee. Stark. Doch. Es gibt solid. Einen Tee, der heißt Heiße Liebe mit Vanille und Himbeer. Und das ist auf jeden Fall mein Lieblingstee, wenn ich krank bin, aber Pfefferminz. Ein 12-jährigen Tee. Pfefferminz ist Quatsch. Sorry, da muss ich mal reingritschen. Generell, ich mag nichts mit Pfefferminz. No joke. Also, okay, jetzt so ein Kaugummi meinetwegen, ne? Aber auch da denke ich mir so, muss nicht sein. Also Pfefferminz ist Quatsch und gerade als Tee finde ich es ultra Arsch. 12? Unter 12. Unter 12, Bro, dann ist vielleicht doch was zu dir. Spaß, Joke. Kandidatin 3. Ich würde auch sagen, Kamillentee und Matcha-Tee finde ich geil. Oh, okay. Nee, aber Kamille finde ich stark, Matcha ist räudig. Echt? Ich finde Kamille richtig eklig. Nee, Kamille ist schon geil. Gut, ist schon gut. Kamille ist tolle, also es ist okay. Gibt einen okay von mir. Also von Kandidatin 4. Ja, ich habe eine Zeit lang viel Kamille getrunken, aber momentan eher so Apfel- und Früchtetee. Doch, ist geil. Das ist Apfel- geil. Und Fischstäbchen? Früchtetee. Das heißt ja Früchte. Digga, den guten alten Fischstäbchen-Tee. Kandidatin 5. Also ich feiere am meisten Brennnesseltee, aber Früchtetee ist auch geil. Das ist Brennnesseltee. Ja. Das ist mein Lieblingstee. Okay, basierend auf diesen Aussagen musst du jetzt aber eine rausholen. Wir haben halt zwei, also Kamille. Wer hat Pfefferminz gesagt? Ich glaube, das war die 2, dann muss die 2 raus, weil Pfefferminz ist Quatsch. Gibt's ein Outfit, was dir gar nicht gefällt, wo du sagst, Scheiße. Ich meine, ich habe die Knitterschuhe schon seit... Okay, Bro, hätte ich die Aufnahme vorher gehabt? Ja, das ist jetzt wiederum was anderes. Von weiter weg sehen die Schuhe clean aus. Und so, die sind halt wirklich, wow, Alter, was ist denn hier passiert? Der Geist. Die Knitterschuhe schon seit Runde 1 irgendwie... Ja, guck, von hier sehen die so crispy aus. Ja, check ich. In meiner Iris sind die einfach nicht ganz... Ja. Cool. Okay, dann haben wir's. Ja, wir haben's. Kandidatin 2, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hallo. Schön, dass du da. Alter, fresh. Okay. Hi. Boah, okay, jetzt finde ich, die rosanen Schuhe passen wieder. Hallo. Sie passen auch, aber halt nicht so zerstört. Deine Lieblingsfarbe ist auch rosa, oder? Ja. Ja, das sieht man. Aber ich sag ehrlich, ihr hättet auch nicht zusammengepasst. Bin ich ehrlich. Ich glaube, es ist nicht so ein Match in meinen Augen. Ja, check ich. Oder? Findest du ihn attraktiv? Ja. Komm, umarmt euch mal. Komm, traut euch mal. Oh, jetzt kommt's. Oh. Ich möchte nicht. Ich will nicht. Ah, cute. Oh, das ist richtig. Oh, cute. Ist lang, wow. Oh, was passiert? Okay. Ciao. Tschüss. Bereust du's? Gut. Nächste Frage. Direkt jetzt? Ja. Hoch die. Philo ist einfach wirklich absolut ne, also wirklich bei mir gerade so auf Top 1 vom Streaming her, von den YouTube-Videos. Er ist so funny. Ja. Rauchst du? Ich rauch nicht. Herr Felix, ich hab dich auf jeden Fall schon das ein oder andere Mal mit einer Elfbar im Maul gesehen. Nein! Natürlich! Nein! Seid ihr dumm? Elfbar! Ja! Nein, ich hatte eine schlimme Vergangenheit. Na, wann war das? Letzte Woche? Ja, nee, klar, er hat noch nie geraucht, ja. Gehen wir damit. Kandidatin 1, rauchst du? Also ich habe auf jeden Fall mal geraucht, das hat mir bestimmt noch ein paar Lebensjahre gekostet, aber nicht mehr. Aber schön so kippen oder schon so Elfbar? Ja, also wenn ich stark alkoholisiert war, kippen und ansonsten Elfbar. Check ich auch. Bruder, er hat eine Zigarre dabei. Ja, wo bin ich hier schon wieder? Kandidatin 2, rauchst du? Nein, ich habe auch noch nie geraucht, weil ich nicht wirklich viel davon halte. Also wenn andere es machen, ist es mir egal, aber für mich selbst ist es halt einfach nichts. Wäre es für dich jetzt eine Red Flag, wenn dein Partner zum Beispiel rauchen würde? Rauch nicht. Es würde mich nicht stören, es sei denn, er würde so exzessiv viel rauchen. Also zum Beispiel so Zigarre wäre zu viel, ne? Als Beispiel. Ja. Ja, nee, ist nicht, Bro. Ist nicht cool. Nee, ist nicht cool. Pack die Zigarre wieder ein. Kandidatin 3, rauchst du? Vape, ja. Kippen, nein. Machst du doch Rauch? Ich rauche nicht. Ja, okay. Kandidatin 4, rauchst du? Nein, ich rauche nicht. Okay. Also ich finde es auch todespeinlich, wenn man raucht, vor allem als Frau. Vor allem als Frau. Ja, vor allem als Frau. Was macht es als Frau schlimmer? Dass man eine Frau ist, macht schon mal erstmal nichts. Ach so, nicht ja, nee, doch, stimmt, ja. Dieser Felix. Nee, aber finde ich sympathisch tatsächlich. Ja, darauf musst du jetzt aber jemanden rausvoten. Wir können auch noch eine Frage stellen sonst. Ja, ich merke, du bist dir noch nicht einig. Das Ding ist, guck mal, ich bin einfach jemand, der sagt, say no to drug, kmdd.de und solche Geschichten. Ja, check ich. Und deswegen muss ich sagen, Nummer 3. Die einzige, die noch raucht, ne? Genau. Aber ich muss sagen, ich finde Outfit fresh. Du kannst auch so hingehen, ein bisschen Feeling für die bekommen. Ein bisschen Feeling. Pass mal Hände an von dir. Also wenn es für die Damen okay ist. Okay, ja, nur wenn es okay ist. Nummer 1.
Kannst du auch meine Füße anfassen? Es geht wieder los. Ich hab keinen Bock mehr. Hat sich erledigt. Schön, könnt ihr euch alle bei Nummer 1 bedanken. Das ist so schwer, Bro. Ja, es ist ehrlich schwer. Gib mir mal ein bisschen Support. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wer am besten halt als Girlfriend für dich finden würde. Mhm. Und ich sag es euch, Sophie, also die erste, matcht so hardcore mit Philo. Oder ist 2 oder 4 nicht. Meinst du? Glaube ich, ja. Ich glaube, 2 oder 4 ist nicht der Match. Schau mal, du sagst, beschreib, also ich stell mich einfach mal hier hin. Ja, okay, check ich. Doch. Ja, doch, das sehe ich. Ja, doch, das sehe ich. Sorry. Ist auch. Ja, ja, geht ja, auch. Ja. Vielleicht mal neben 4. Boah, das ist echt schwer. Mhm. Das ist wirklich schwer. Das ist jetzt auch die heiße Phase, ne? So 4 ja. Leute noch. Ja, ich glaube 4 ist am wenigsten. Ja. Ja. 4 am wenigsten gematcht. 4 ist der wenigste Match. Ja, ja. Aber der Brennnesseltee, Bro. Wow, true. Ja. Brennnesseltee, big up. Aber ich glaube, 4 ist trotzdem. Ja, den kann ich auch alleine trinken, Digga. Yeah. Okay, dann kann ich dafür 4, du kannst erst davor kommen. Hallo. Oh mein Gott. Oh. Philo, warum machst du so mit mir? Warum machst du so mit mir? Ich fühl da so mit. Oh mein Gott. Das muss ich nochmal sehen. Oh. Bro, Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, was unangenehm. Heilige Scheiße. Freut mich. Hi, was geht? Hallo. Ey, no joke, ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Outfit ist. Ich hätte auch nicht, also ich finde mit Gesicht, das ist so krass, wie man Leute falsch einschätzt. Ja. Aber es ist wirklich so, Gesicht macht so viel aus. Ich habe eine ganz andere Person gerade erwartet. Ja, voll, ich weiß nicht, voll. Viel, also ist cooler, als ich erwartet habe. Aber würdest du sagen, so jetzt passt es so? Ja, jetzt passt es. Viel, also no joke besser jetzt. Ja. No joke passt halt wirklich besser. Achso, jetzt ist es zu spät. Du siehst voll cute aus. Danke, dass du da warst, kannst du dich auf die Couch setzen. Tschüss. Ciao, ciao. Nächste Runde. Okay. Seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1. Okay. Okay. Ja, also 1 und 2 sind es für mich, 3 nicht. Und das Problem ist, 1 kenne ich schon. Wir machen weiter. Riesen ist einfach mit so halber Anzug einfach. Okay, check. Voll unterschiedlich, oder? Welches findest du so auf einmal am coolsten? 1 würde ich schon. 2, ich weiß nicht, was ich mit Miniröcken habe, aber Bruder, also... Würde ich auch sagen. Das heißt so E-Girl-mäßig. So. Passt, aber es scheint zu ihrem Charakter zu passen. Ja, 100%. Ich finde, alle 3 Outfits passen zur Person, jetzt so von dem, was wir mitbekommen. Ja, ja. Nummer 2, streamst du? Ja. Nummer 2, hast du Nanoleafs im Hintergrund hängen? Diese dreieckigen Lichter? Also ich habe keine, wirklich nicht, Leute. Da? Habe ich, ja. Okay. Ja. Ich glaube, ich kenne Nummer 2. Habe ich über Nummer 2 mal was im Stream gesagt und das hast du dann auf TikTok quasi dann nochmal so beantwortet? Ja. Oh, was? Okay, du musst jetzt eine Frage stellen. Seid ihr abergläubisch? Du holst so random Fragen raus. Doch, ja? finde ich stark. Kandidatin 1, bist du abergläubisch? Jetzt nicht extrem, aber am Freitag, den 13., habe ich auch schon immer ein bisschen Angst, dass da was passiert. Wie ist mit so Horoskopen und sowas? Ja, nee, da scheiße ich drauf. Ey, Red Flag, wenn eine, also Red Flag, für, also wenn ich eine Freundin haben will, wäre es eine Red Flag, wenn die Person so Horoskop-Scheiße richtig ernst nimmt und sagt, welches Sternzeichen hast du? Und dann sagst du das und die sagt, sorry, wir matchen nicht. Bro, dann bin ich raus. Dann bin ich, no joke, raus. Das wäre zu viel für mich. Okay. Kandidatin 2? Ich bin überhaupt nicht abergläubig. Ich halte auch nichts von Sternzeichen. Oh, das ist ein W. Das ist ein Big W. Kandidatin 3? Ja, ich schließe mich Kandidatin 2 an. Okay, da konnten wir jetzt nicht so viel Informationen rausziehen, ne? Stell mal eine Frage an jede einzelne Dame einzeln. Hast du rote Haare Nummer 1? Ja. Und abergläubig. Oh nein. Und schickt der aus? Ja, ist krank, ist rot. Ja? Ja. Oh. Hier gibt es auch ein wenig. Wir haben hier auch noch eine Wärmebildkamera, Bro. Vielleicht kannst du noch mal gucken, ob da eine Geist Geisterpräsenz im Hintergrund ist oder so. Geisterpräsenz? Wo hast du die jetzt rausgeholt, Bro? Aus deinem Arsch oder was? Ich glaube, wir haben hier eine Anwesenheit. Ja. Hey, warum sind da auf einmal 4 Leute auf der Kamera? No joke, guck mal, Nummer 1. Ist am kältesten. Mhm. Okay, also, das war meine Frage an Nummer 1. Nummer 2 bin ich ratlos. Irgendeine gute Frage. Schon mal im Kino. Nein, ich bin Jungfrau. Okay, sorry. Digga, Papa Platte, Bro. Wo kommt das denn her? Ich wollte irgendwas Dummes sagen. Kandidatin 3? Also wir haben noch keine Frage gestellt. Yeah. Wir müssen irgendwas Krasses fragen, weißt du? Weil wir haben jetzt so einen Vibe, ich würde sagen, ich habe von Nummer 1 einen Vibe so, von Nummer 2 auch. Mhm. Nummer 3 habe ich noch nicht so ganz. Das stimmt, aber von Nummer 3 weiß man noch nicht so genau. Was würdest du sagen, ist dein größtes Hobby? Also was machst du so in deiner Freizeit? Also wenn Freunde dazu zählt, dann viel mit Freunden und sonst auch ins Fitnessstudio gehen. Hast du ein Interesse für Pferde? Ich war mal reiten, aber nein, jetzt nicht mehr. Ja gut, alles klar, dann haben wir es doch schon. Guck mal, ich finde Pferde ist so wie bei Jungs Motorräder. Da werdet ihr jetzt wieder alle in den Kommentaren drin. GTI, ich würde sagen, es gibt einen krassen GTI. Okay.
Puh, aber meine Freundin ist 14. Okay, Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Moin. Hallo. Hi. Ja, das sieht doch auch sympathisch aus. Ja, auch hier. Ich finde das Outfit eigentlich cool, aber Pferde sind halt. Aber du reitest leider. Du reitest halt leider, ne? Das ist Unding. Dann kannst du dich jetzt aufs Sofa setzen. Danke, dass du da bist. Ciao, ciao. Tschüss. Boah, das ist echt nochmal eine Nummer unangenehmer, als ich dachte, wenn die Leute dann rauskommen, nachdem man die kranke Trash-Talk hat. Wirklich? Das ist anders, ja. Dich juckt das gar nicht, ne? Nö. Okay, Finale. Du musst jetzt eine rauswählen. Du kannst aber vorher noch eine Frage stellen. Nummer 2 ist noch JF. Jetzt musst du nur noch checken, ob die feiern gehen, Bro. Ja, das wäre schon auch so Netflix. Nummer 1, gehst du feiern? Also ich trinke jetzt schon eine Weile keinen Alkohol mehr und deswegen habe ich auch irgendwie gar keinen Bock mehr, so wirklich feiern zu gehen. Kandidatin 2. Ich gehe auch nicht feiern, ich trinke auch keinen Alkohol. Wir müssen so Fragenhage machen, weißt du, wir müssen jetzt ganz viele Fragen stellen und bei der ersten Unannehmlichkeit wissen wir die Schwingung. Könnt ihr Auto fahren? Ja. Nein. Oh, okay. Aber dann, okay. Kann sie so die Passenger-Princess sein. Ja, Passenger-Princess. Ja, ja. Hast du schon mal einen Arschloch gegessen? Noch nicht. Nein. Wie würdet ihr euch das erste Date mit Felix vorstellen? Also ihr werdet jetzt da... Bro, nicer Bauch auf jeden Fall, Papa Platte. Jetzt einen ganzen Tag, vielleicht sogar ein ganzes Wochenende. Was würdet ihr machen? Also ich hatte ja schon ein erstes Date mit Felix und genauso würde ich es wieder wollen, dass ich einfach aus dem Auto aussteige, um die vollgeschissene Unterhose aus dem Kofferraum zu holen und er wegfährt. Okay. Scheiße romantisch halt. Das klingt schon geil, ja. Also ich weiß nicht, ob er auch zockt, aber wir könnten ja ein bisschen League of Legends spielen. Oh, nein. Hast du jetzt eine Entscheidung? Immer noch nicht ganz. Habt ihr Fußpilz? Nein. Das ist sehr gut. Nein. Das ist auch gut. Was ist euer höchster Rang in Counter-Strike? Boah, ich habe CS nie so wirklich gespielt, aber ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der beste Zocker. Felix auch nicht. Ich war mein Master Guardian 1. Scheiße. Das ist halt diese Einzel-AK. Das ist Arsch. Scheiße, ich komme. Jetzt entscheiden. Ja, ich geh da hin und nimm beide Hände. Ja, fass mal die Frauen an. Fass mal die Frauen an. Bro, sag das nicht so. Okay. Das war intens. Wir müssen den Dreh abbrechen, Felix hat einen Stiffen. Da gibt's eine Faust, okay. Oh, da gibt's eine Brofist. Ja, da ist man, da sind wir dazu. Oh mein Gott, sie gibt Brofist. Ja, raus. Okay. Da würde ich sagen... Okay, check. Ja, fahr zur Hölle 2 raus. Okay, Kandidaten 2, du kannst jetzt hervorkommen. Alter, dann haben wir gar nicht gerechnet. Alter, Yo. Hallo. Guck mal, so macht man das. Ja, ich hab die Brofist da kassiert, aber nicht. Ja, okay, fair. Das mach ich nichts mehr. Ich guck's auch nicht mehr an, hab ich gar kein Interesse mehr dran. Okay, dann folge ich dir auf Instagram. Dann guck ich. Dann hast du deine Gewinnerin. Supi. Bereit? Ja, wer ist das jetzt wohl? Okay. Dann, die Gewinnerin kann jetzt hervorkommen. Alter, damit hab ich ja gar nicht. Ja, attraktive Frau. Attraktive geile Frau, Outfit, ultra nice mit den braunen Schuhen, mit dem beige, leicht bräunlichen... Die Jacke da, finde ich gut. Lass dich nie wieder los, Felix. Nee, mach ich nicht, werd ich gut. Du bist kleiner als ich. Nein, bin ich nicht. Du bist kleiner als ich. Nein, du bist kleiner als ich. Ich muss dich verschwinden lassen, wenn du das nicht auch hast. Lass dich nicht mehr an. Hi. Hallo. Hi. Cute, und ihr kennt euch? Ja. Ihr wart schon auf ein paar Dates? Ja. Nice. Ja, dann aufs nächste Date. Klar. Habt Spaß. Ciao. Ciao. Haben wir gut gemacht. Ja. Voll cute, yes. Ey, super geiles Video, aber no joke, das erste davon noch viel geiler, weil da hat Papa Platte nicht aufgehalten, wenn da was passiert ist. Da wurde auch einfach mal, da wurden Sachen gedroppt, die würde nur Philo droppen. Nee, aber ultra heißes Video feiere ich sehr, mehr mit Philo. Ja, gut.